Wie wundervoll, nicht wahr? Nun, oh, ich hätte es mir nicht schöner ausmalen können. Doch, Angosminia, es ist nicht so, dass das Edelsteinpulver und unser Schwur nicht einer von vielen Schritten ist, die wir heute noch gehen werden. Einige Schritte werden uns über das Feuer führen. Doch zunächst habe ich etwas, das ich dir gerne schenken möchte. Vier Geschenke, wie es der alte Brauch verlangt. Der erste, der Hochzeitsstein. Gestern gefertigt, im Schweiße meines Angesichtes. Ja, und damit würde ich den Hochzeitsstein enthüllen. Erinnere uns nochmal daran, wie er aussieht. Naja. Er hätte besser aussehen können, hätte ich meinen Schicksalspunkt eingesetzt. Wie viele Sternchen hattest du? Einen oder sowas? Ich hatte zwei Sternchen, glaube ich, übrig oder einen. Also wirklich, ich hab's geschafft. Ja, ich wollte gerade sagen, du hattest auch hohe THW, aber du hast halt schlecht gewürfelt. Genau. Dieser Stein, wie immer er geartet sein mag, zeigt, was ich bin und zeigt, dass er ein Fundament darstellen kann. Dann würde ich das zweite Hochzeitsgeschenk hervorholen bzw. bringen lassen, nämlich den Eherost. Angosminia, Eherost, den wir gemeinsam teilen werden. Er ist das Fundament für das, was in unserer Beziehung noch kommen wird. Er wird uns Liege und Stütze sein, so wie du mir Liege und Stütze bist. In schweren Zeiten und wie auch ich dir Liege und Stütze sein will, wann immer du es benötigst. Dann würde ich das Stammbuch hervorholen. Dieses Stammbuch ist Kennzeichen und gleichermaßen Beginn unserer neuen Verbindung. Wir und alle, die uns folgen, deren Eltern wir sein werden und Großeltern und Großgroßeltern und Großgroßgroßgroßeltern werden in dieses Stammbuch zurückblicken und erkennen, wie wir unsere Liebe geteilt haben. Dieses Stammbuch habe ich für dich geschaffen. Und für uns. Und dann würde ich das letzte Hochzeitsgeschenk, das letzte Brautgeschenk hervorholen. Und das ist die Gwen Petrül-Krone, die ich vor langer, langer, langer Zeit schon angefertigt habe. Dies habe ich geschaffen. Denn es bedeutet mir etwas, es mit dir zu teilen. Es sind die Steine, die einstmals die Mauern gebildet haben. So sagt man, die mächtigsten Mauern, die je erdacht worden sind, die der Festung Alvaran. Und dir möchte ich ein Stück dieser glänzenden Mauern schenken, als Krone, denn du bist meine Königin. Wo hattest du die ganzen Steine her? War das Chalvins Thron? Oder? Nee, die hatte ich davor gekauft. Das ist also einfach nur lange, gekauft. Genau, das ist lange, lange her. Das waren Rekum oder so. Also es ist 2,5 Jahre her, plus minus. Okay, gut. Dies sind die vier Geschenke, die ich dir anbieten kann. Und mit denen ich meine Liebe untermauere. Doch eine Sache ist noch zu tun. Und ich würde Rafim mit dem Ehebräu herbeiwinken. Rafim, komm. Ja, würde das mal rübertragen. Ich nehme an, es riecht jetzt nicht so nett. Nein. Hier steht im Hintergrund und sieht ein klein bisschen unsicher aus. Für euch beide. Das Ehebräu, das gestern angesetzt worden ist, im Sinne unserer Trauung, im Sinne dessen, was vor uns liegt. Wir sind Zwerge und Zeit ist etwas, das uns gegeben ist. Dieses Ehebräu wird Zeit brauchen, bis es gereift ist, so wie auch unsere Beziehung immer wieder Zeit brauchen wird. Doch das ist etwas, das ich gerne mit dir teile. Meine Zeit, die ich hier auf Dere verbringe. Und so bitte ich dich, nimm diesen Schluck und ich würde mit der Kelle ins Ehebräu reingehen und dir den Schluck zum Trinken anbieten.
Ja, sie ist selbstverständlich auch darüber im Klaren, dass das nicht schmecken kann. Zögert kurz, aber wird dann noch die Kelle nehmen und dann vorsichtig daran nippen und ja, nicht die halbe Kelle dann austrinken, aber es ist halt schon mehr als ein Befeuchten der Lippen. Und du kannst auch sehen, also sie beherrscht sich, aber sie behält ihr Lächeln bei. Kostet sie natürlich Überwindung, aber ja, danach nickt sie dir zu und du kannst die Kelle dann selber rübernehmen. Ja, dann nehme ich die Kelle an meine Lippen und koste das Ehebräu, das ich ja bisher auch noch nicht kenne. Ja. Ach, so will es die Tradition. Das gibt Bauchkrummeln. Erfrischend, nicht wahr? Nun dann. Und wie ich sagte, gibt es noch eine Sache der vielen Schritte, die wir gehen müssen. Die Feuerprobe. Und mit diesen Worten würde ich ein Kohlebecken hinter dem Altar enthüllen. Gut, das hat man davor schon gesehen. Denn das Glühen ist ja jetzt nicht zu übersehen. Angroschminia, ich werde nun über das Feuer gehen, in deine Arme sinken. Denn du bist, was ich will. Und dir zu eigen ist alles, was ich handle und was ich denke und was ich bin. Ja, und dann würde ich von der einen Seite des Kohlebeckens, auf der ich stehe, während ich diese Worte gesagt habe, zu ihr rüberschreiten. Ja, dann gib mir tatsächlich mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Natürlich. Gib mir mal 2W3, das ist der Schaden, den du bekommst. Ja. Und ich erschwere dir die Probe dann um die 2W3 Punkte. Ich gebe dir einen W6 oder soll ich jetzt W6 mach 2 W6 und dann schauen wir uns die Summe an und halbieren die. Gut, das sind 5. Also 5er Erschwernis. Genau, 5er Selbstbeherrschungsprobe. Ja. Also bei meiner Hochzeit natürlich. Deshalb habe ich auch den Schicksalspunkt letztes Mal aufgespart. Nur für den Fall, dass ich das hier verkacken soll. Ja, du bist ja auch kein Anfängerzwerg mehr. Nein. Die Festgesellschaft hält den Atem an. Genau, du hast ja schon dein ersten Abenteuer hinter dir. Was ist da schon so ein Glutkohlebecken? Das stimmt. Ja, und mit einer stoischen Gelassenheit, die man von Zwergen natürlich kennt, von Boltax jetzt allerdings eher nicht so, schreitet er über diese Kohlen, ohne einmal nach unten zu gucken. Denn sein Blick ist fest auf Angroschminia gerichtet. Sie sieht sehr stolz aus. Und er erreicht sie, ohne einmal das Gesicht zu verziehen. Und nickt ihr dann zu. Das Feuer, durch das ich gegangen bin, am Tag des Feuers. Wer dem Feuer widersteht, ist geläutert an Leib und Seele. Und so ist unsere Verbindung. Dann würde ich den Säulen zunicken. Und nun die Säulen. Und wendet sich dann Gonnach zu. Ja, Gonnach tritt nach vorne, wird dann auch sich neben euch stellen. Allerdings wird er selber über die Kohle zu euch laufen. Macht einen extra Umweg, um über die Kohle zu laufen und bleibt dann auch kurz vor oder hinter dem Becken stehen, überlegt, ob er nochmal wieder rüber geht. Aber auch er verzieht keine Gesichtszüge. Ob das sich so gehört, gut, er hat es jetzt getan, du kannst es nicht rückgängig machen. Ich bin der Leibwächter von dem Schochsul und ich habe eigentlich immer Angst vor ihm gehabt. Unsere erste Begegnung in der Wildermark, ich wollte ihn überfallen, ich wollte ihn umbringen und ihm größtmögliche Qualen zufügen und er hat mich verhext und jetzt ist er mächtiger als der Stierkopfschamane. Hey, Stierkopfschamane, er prostet ihm zu. Naja, und jetzt bin ich wie gesagt an seiner Seite und der König ist auch hier. Hey, König! Naja, und Trak von Kekrach, der lebt auch noch, der ist da hinten, das war der ehemalige König. Ja, aber jetzt geht's ja hier um Boltax und Angroschminia war ja eine Baronin. Die wollten wir auch überfallen und ihr möglichst viele Schmerzen zufügen, damit sie im nächsten Leben es besser einfach hat. Und ich hoffe, wir bleiben noch viele lange Jahre zusammen, damit wir uns möglichst große Schmerzen zufügen können. Und vielleicht habe ich irgendwann mal die Ehre, Boltax die Haut abziehen zu dürfen.
Ja. Schochsul, ich habe große Angst vor dir. Das war sehr bewegend. Danke, Gonner. Ja. Bitte sag mir, dass im Hintergrund der Stierkopf-Schamane in die Vergangenheit schaut und damit die ganze Feier verbringt. Ja, das kannst du tatsächlich sehen. Die haben sich ja, während ihr gewartet habt, haben die sich unterhalten und der hat dann auch sein Ritual angefangen. Der hat da so eine kleine Schale rausgeholt, hat da irgendwie reingeblutet und der guckt da wohl gerade in die Vergangenheit. Ist also auch nicht wirklich anwesend. Wenn Gornach fertig ist, nickt er dir zu und geht wieder über das Kohlebecken zurück. Rafim. Ja, Rafim hat natürlich gesehen, dass sein Untergebener über das Kohlebecken gelaufen ist und ist erst eine arrogante Sau und kann jetzt nicht zulassen, dass der da das mehr zwei, macht als er. 2W6. Nee, Rafim würde nämlich die Kohle greifen, in die Hand nehmen und während er seine Rede hält, in seine Hand schmieren. Kannst du es auch noch ins Gesicht schmieren, damit du noch irgendwelche rosigen Partikel da drin hast. Also Rafim, Hans würde vermutlich nach außen leicht glühen. Naja, ich hab Voltax kennengelernt. Och, wie lange ist es her? Eigentlich erst kürzlich. Da waren wir in Gareth, müsst ihr wissen. Weiß, viele wissen nicht, was Gareth ist. Es ist eine kleine Stadt im Mittelreich, da ist ja auch nichts Wichtiges. Also, wir wollten gerade zu unserer Villa. Mir gehört übrigens eine Villa in Gareth. Sollte mal wieder hinfahren. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Und zwar, ich war auf der Villa, auf dem Weg zu meiner Villa in Gareth. Schön. Schön gelegen übrigens. Sehr schön. Ja, und Boltax ist auch da gewesen. Und ja, dann haben wir uns kennengelernt. Dann müsst ihr wissen, dass Boltax mein Schochsuli geworden ist. Hm. Hallo, Gornach. Ja, hallo. Hallo. Ja. Und dann ist Boltax viel mit uns gereist, müsst ihr wissen, auch wenn er sehr kleine Beine hat, aber er kann sehr schnell laufen. Vielleicht zeigt er das ja nachher mal. Das ist ganz beeindruckend, mit so kurzen Beinen so weit zu laufen. Ja, und dann sind wir auf ein Schiff. Ach, und wir haben einen Drachen getötet, wir haben auch einen Drachen getötet. Ja, das ist auch richtig. Also ich hatte erst meine Villa und dann haben wir den Drachen getötet und dann wurde ich auch noch Ritter. Ja, was ich nicht alles schon so geleistet habe. Rafim, es geht um mich. Ja. Boltax war immer dabei, also da brauchen Sie euch keine Sorgen machen. Der kann euch erzählen von meinen Heldentaten, das ist gar kein Problem. Dann hat Boltax uns durch eine alte Zwergenmine geführt. Ja. Eine Mine. Oh, das war schön. Oh, ich denke gerne daran zurück. Ja. Dann haben wir Zulamin auch getroffen. Dann wurde unsere Reise endlich mal schön. Und jetzt sind wir. Dann habe ich Angroschmin ja getroffen. Die kann gut schmieden und tritt mir, glaube ich, gleich vors Knie. Heute nicht. Außer. Ich möchte sie nicht. Heute nicht, nein. Sie ist aber auch ganz nett. Und ich bin mir sicher, sie kann euch alle auch mit ihrem Hammer verhauen. Das ist wichtig. Und jetzt sind wir alle hier. Vermutlich werden viele von uns bald sterben. Also, ja, das ist aufbauend. Ja, schön hier zu sein. Ganz tolle Rede, Rafim. Vielen Dank. Ja. Bitte, bitte. König! Dann würde ich noch mal die Hand hochhalten, die ich die brennende Kohle habe und dann die brennende Kohle fallen lassen. 3W6 Schadenspunkte. Ja, verdient. So, dann kommt der erste Pfeiler der Braut. Das ist Abelmir. Ja, bitte mich Angroschminia nach vorne, oder? Ja. Angroschminia, wir haben uns in der Wildermark kennengelernt vor sehr, sehr langer Zeit. So kommt es mir zumindest vor. Wir haben viel erlebt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten und noch schlechtere Zeiten. Aber du hättest es schlechter treffen können als mit Boltax. Insofern wünsche ich dir und deinem Ehemann
und deinen Kindern und deinen Enkeln und deinen Urenkeln alles Gute und das Glück der Götter. Möge Angrosch mit euch sein. Und dann sich wieder zurücktreten. Ja, ich wollte gerade sagen, also ihr habt euch unter echt denkbar schlechten Begegnungen kennengelernt. Hat sie ihre Baronie verloren und dann geflohen und geflohen, aber ja, am Ende ist alles gut gegangen. Der zweite Pfeiler der Braut, Lahalkash, tritt nach vorne. Allerdings hat er in seinen Händen eine große, tragbare Schmiede, in der viele heiße Kohlestücke glühen. Und ja, er wird selber keine Rede halten, zumindest noch nicht. Sondern er wird dann, wenn die Schmiede abgestellt ist, den Blasewald betätigen, das Feuer schüren. Und so könnt ihr ihm erst einmal 5 Minuten dabei zusehen, wie er irgendwie in seinem Bart grummelnd die Schmiede heiß macht. Bis dann die Hitze auch Boltax erreicht und ins Gesicht schiebt. Und dann wird er 2 ja, Rohlinge herausholen aus... was hattest du? Hattest du irgendwie ein Edelmetall, Gold, Bronze, Stahl für deinen Ring? Die, aus denen der Ring gefertigt ist? Ja. Das war Gold, meine ich. Oder Gold. Ja, ich meine Gold. Dann hat er Goldrohlinge dabei, die er dann in die Esse einführt, wartet eben, bis es dann heiß gelb glüht, sie dann herausholt, ja, biegt und mit dem Hammer etwas ja, hineinschlägt. Und könnt ihr ihm tatsächlich irgendwie eine Viertelstunde dabei zusehen, wie er immer wieder reinschiebt, biegt, reinschiebt und dann die Ringe nach und nach dann fertigt. Ja, legt dann noch so einen kleinen kupfernen Draht drumherum, um das Ganze noch ein bisschen weiter zu veredeln. Und wenn die Ringe dann nach und nach fertig geworden sind, beziehungsweise, also die können dann im Nachhinein noch weiter veredelt werden, aber zumindest passen sie dann um eure Finger, wird er die beiden Ringe links und rechts hochhalten, sich dann in die Mitte stellen. Angrosch, deine Kinder wollen sich im Bund von Feuer und Erz vereinen. Väterchen, segne diese Verbindung. Härte sie wie Stahl in der Schmiede, festige ihre Treue starr wie Granit, lass ihr Glück erstrahlen wie reinster Kristall und lass ihre Liebe brennen wie Feuer. Damit steckt er euch beiden die Ringe ja, in die Taschen. Oh, bewegend. Ja, und dann kommt Sulamin als dritter Pfeiler der Braut nach vorne. Ihr Lieben, auch ich wurde anlässlich dieser Hochzeit gebeten, einer der Pfeiler der Braut zu sein. Und ich fühle mich deswegen sehr geehrt. Sie macht so eine Handbewegung, legt die Hand kurz auf ihr Herz und wendet sich dann ein bisschen von euch zur Festgesellschaft. Doch seien wir ehrlich, es waren nicht wir, die Angrosch Minia in der Vergangenheit eine Stütze waren, sondern es war umgekehrt. Sie war und ist einer der Pfeiler, auf denen unsere Mannschaft ruht. Eine mutige, warmherzige und erfindungsreiche Frau, auf die zu jeder Zeit Verlass ist. Gleich mit welchem Problem man zu ihr kommt. Sei es nun ein angeknackster Mast oder ein angeknackstes Ego. Sie hat ihre Baronie in der Wildermark hinter sich gelassen, um uns im Kampf gegen die blutige See beizustehen. Und sie hat sich als genau das erwiesen, was wir brauchten. Als ein Fels in der Brandung, einer Geweihten des Angrosch würdig. Und so denke ich, und sie dreht sich wieder zu Boltax und Angrosch Minia, dass sich der Bräutigam, bei allen Vorzügen, die er selbst vorzuweisen hat, glücklich schätzen kann, dass ihm eine solch außergewöhnliche Frau wie Angrosch Minia ihr Herz geschenkt hat. Hortambla Hortomosch. Raja segne eure Liebe. Denn, oh. Haha, Sulamin hat eure Sprache gelernt. Oh, oh. Ein wenig, ein kleines wenig. Danke. Ja, das finde ich auch. Ich bin so froh, dass sie sich für mich entschieden hat. Boltax wischt sich ein paar Tränchen weg. Sulamin umarmt euch beide und tritt dann wieder zurück. Hortambla Hortomosch. Hortambla Hortomosch. Ja,
Nun, da alle Pfeiler gesprochen haben, ist natürlich noch eine wichtige Sache auszusetzen, bevor wir die Ringe, die uns eben schon von Lalkash gebracht worden sind, mit dem Kuss der Pfeiler versehen können. Doch wir müssen noch den Segen der Asche erbitten. Ich bitte daher zwei der Schiffsjungen nach vorne, die das, die Schlangenhaut, die ich mal gekauft hatte, gespannt vor sich tragen. Und ich würde eine der Kohlen aus dem Kohlebecken nehmen und auf diese Schlangenhaut setzen, sodass sie langsam von innen heraus nach außen beginnt zu verbrennen, beziehungsweise sich dann am Ende in Asche auflöst. Natürlich lassen die Schiffjungen rechtzeitig los, sodass das Ganze auf den Boden fällt und dann in einem kleinen Feuergestobe die Funken nach oben getragen werden, sodass am Ende nur noch ein bisschen Asche aus verbrannter Schlangenhaut ist.